Hallo und herzlich willkommen zurück. Zurück? Wohin willst du, Vagabund? Na nü? Passierschein zeigen. Passierschein? Welchen Passierschein? Zur Bestätigung, dass du kein Magier bist. Ohne kommt niemand nach Novigrad rein oder aus der Stadt raus. Was ist denn hier los? Warum habt ihr die Stadttore geschlossen? Um die Stadt von Magiern, Hexen und weiterem Abschaum zu säubern, der hier seit Kriegsausbruch reingekrochen ist. Wir werden jeden Einzelnen fangen und auf den Scheiterhaufen werfen wie verseuchtes Vieh. Da wünsche ich euch viel Glück. Tut mir leid, hab keinen Passierschein. Dann ist die Endstation. Nächster! Halt mal, wie bekomme ich denn einen? Bring erstmal der Kirche ein Opfer. Dann brauchst du 3 reine Seelen als Bürgen. Passieren lassen, hier sind seine Papiere. Was? Aber woher? Nicht dein Problem, auf deinen Posten. Grüße von Sinirhäuven. Ach cool. Wenn du sie sauber willst, lass mich durch. Mir laufen Scheiße und Eiter vom Wagen. Oh ja, sofort. Was ist nochmal mit Foltest passiert? Dieser hier atmet noch. Die Stadt. Ja, kann sein. Manche leben noch, wenn ich sie ins Feuer werfe. Die Befehle lauten, dass keine lebende Seele ohne Schein passieren darf. Warten wir eben, bis er stirbt. Keine Eile. Ach du Scheiße, die Stadt ist also abgeriegelt, wie mir scheint. Mann von. Wo ist Eustachius? Der holt immer die Leiche. Ja, tut er. Aber jetzt gibt es so viel Arbeit, dass du wir Schichten schieben. Entschuldigung, jetzt muss ich gerade selber mal husten, muss kurz den Ton wegschalten. Die Stadt ist abgeriegelt, ich frage mich aber warum. Zeig uns, was du dabei hast. Ruhm, bist du blöde? Ich bin Steffen, aus den Scherben. Kennst du mich nicht mehr? Zeig uns, was du dabei hast, was du in die Stadt bringen willst. Oh, kleine Sachen. Habseligkeiten. Dies und das. Wirklich nichts Besonderes, denn... Tanz. Durchsucht ihn. Wenn ihr was Verdächtiges findet, werft ihn in den Kerker. Nächster. Haut er einfach ab? Wird jetzt erschossen, oder was? Vor langer Zeit habe ich einer Frau verkauft. Was willst du? Hilfe! Hilfe! Hilft mir! Ich hab ihn umgebracht! Der sieht aber noch sehr lebendig aus dafür. Krieg. Man weiß nie, wann man dran ist. Der ist aufrecht gestorben. Können wir da vielleicht selber mal so... Hexenjäger, die sind überall auch Hexenjäger. Ach schade, naja. Haltet mich, sonst dreh ich durch. Kein Brot, eine kein Geld. Meute die Ferne, die Ferne anzünden will. Wenn Bettler Briefe schreiben können, das verdirbt Buchverbrennung, was ist denn los hier? Alles abgeriegelt und Buchverbrennung, aber warum? Ich wollte eigentlich gucken, ich wollte diese Folge jetzt gucken, was wir noch alles für Quests offen haben und so ein bisschen fröhlich rumlaufen, aber irgendwie... Warum musste sich dieser Magier ausgerechnet in meiner Gasse in die Luft jagen? Ich hatte gerade erst die Wäsche aufgehängt und jetzt muss ich sie wieder waschen. Oh, heilig. Das verdammte Blut geht nicht so einfach raus. Mein Mann kommt jeden Tag von Kopf bis Fuß blutrot nach Hause. Er arbeitet im Schlachthaus. Ich kenne das Problem. Du musst die Flecken in kaltem Wasser wegschoben. Dann gehen sie leichter raus. Er erwartet dich, du Mutant. Ja, 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 ja. Warum ist die Stadt jetzt komplett abgeschlossen? War das immer schon? Sah das hier immer schon so aus mit dem Haus, das Schiefe? Mama, wo bist du? Wachen vor Triss Haus. Nicht gut. Die meistgesuchte Frau Redaniens. Huch. Die rothaarige Schlampe versteckt sich hinter ihrer Zauberei. Aber wir finden sie. Nur eine Frage der Zeit. Ob wir Triss vielleicht Bescheid sagen sollten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe im Voraus gezahlt, für den ganzen Monat. Das stimmt, aber den alten Preis. Jetzt ist das Risiko größer und das treibt den Preis hoch. Ich habe kein Geld mehr. Aber du hast was anderes, Liebchen.
Bitte was? Her mit der Halskette. Und dann raus hier. Hände weg, sonst schneide ich sie ab. Geralt, das musst du nicht tun. Ich will aber. Nimm deine Sachen und los. Raus jetzt. Sofort. Wenn ich deine Hilfe brauche, bitte ich darum. Was? Bist du wütend? Wütend? Nein. Aber die Kette haben sie verdient. Sie haben viel riskiert, indem sie mich versteckt haben. Sie haben viel riskiert, weil du viel bezahlt hast. Wir hätten die auch auszahlen können. Die hätten nicht unbedingt die Kette nehmen müssen. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Die Stadt wimmelt von Hexenjägern. Ich weiß. Wir waren fertig und klar zum Ablegen. Aber die Jäger waren schneller. Sie haben alle Tore geschlossen, an jeder Ecke Wachen aufgestellt. Alles in einer Nacht. Dann haben sie die Stadt durchkämmt. Jede Straße, jedes Haus. Sie halten jeden an, der irgendwie verdächtig wirkt. Meist gewöhnliche Leute mit Glücksbringern wie Hasenpfoten oder Hufeisen. Aber manchmal landen sie an Treffer und nehmen echte Magier fest. Vergiss die anderen, rette dich selbst, nein. Wie kann ich helfen? Alles gerät aus den Fugen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich sollte alle Magier so schnell wie möglich zu den Docks und an Bord des Schiffs bringen. Aber Berthold und Anis waren noch nicht beim Treffpunkt. Es könnte problematisch sein zum... Tut mir leid, Triss, ich kann nicht helfen. Nein, ich frage erstmal, wer die beiden sind. Berthold und Anis? Wer sind sie? Ein junges Paar. Er ist Alchemist und hatte eine Praxis in Gildorf. Sie hat in Arethusa studiert. Ich mache mir Sorgen, dass die Leute, die sie versteckt haben, sie verraten haben. Siehst du? So schlecht waren meine Gastgeber gar nicht. Es wird nicht einfach sein, den Hafen zu erreichen. Die Straßen sind voller Wachen. Dann nehmen wir die Straßen nicht. Im Zweifelsfall wollten wir uns alle im Eisvogel treffen. Da gibt es im Keller einen Zugang zur Kanalisation. Offenbar kann man so bis zu den Docks gelangen. Ich kenne die Novigrader Kanalisation. Jäger sind da keine. Aber das heißt nicht, dass es sicher ist. Deswegen bitte ich ja dich, den Weg zu den Docks zu suchen und den anderen den Weg freizumachen. Und das schnell. Die Jäger könnten unseren Plan jeden Moment erraten. Verstehst du mein Dilemma jetzt? Zweien helfen und alle anderen gefährden. Oder direkt zum Eisvogel gehen und die beiden dem sicheren Tod überlassen. Was mache ich nur, Geralt? Wir sollten den beiden helfen. Wir sollten Anis und Berthold helfen, sie so abzuschreiben. Das wäre grausam. Gut, aber dann müssen wir jetzt los. Die Zeit läuft. Zeig den Weg. Gut. Oh weh. Hallo, Quest verfolgen. Triss? Aha, wir haben es also eilig. Ich sehe schon. Nun? Gut. Ich hoffe, sie kommen gleich hinterher. Ich hoffe, die beiden hier haben uns nicht verraten. Sonst wartet da draußen gleich eine Gefolgschaft. Das ist sie! Na dann bring du mal. Nicht weit weg, in den Scherben. Still, Geralt. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit auf uns lenken. Okay, ganz kurz. Ich gehe nochmal schnell auf den Charakterchart. Ich weiß, es ist gerade sehr spannend. Wir haben noch einen Punkt verfügbar. Und ich würde den gerne Leichtfüßigkeit verringert den Schaden durch Treffer, die beim Ausweichen erlitten werden. Das wäre eigentlich sehr schön, weil wir das noch ein bisschen lernen könnten. Andererseits, hier haben wir leider nichts mehr frei. Andererseits, was hatten wir hier? Explodierender Schild. War auch schön. Haben wir momentan aber nicht aktiviert. Igni-Zeichen. Haben wir aktiviert. Wäre eigentlich ganz gut, weil wir das relativ häufig einsetzen. So. Habe ich jetzt einfach mal gemacht. Kannst du mal gucken. Ich speichere nochmal schnell. Okay, wir sollten...
nicht so auffällig rumlaufen. Eine Patrouille. Sie dürfen uns nicht sehen. Achso, das wollte ich. Ich nehme an, das ist die Patrouille da. Das ist die Patrouille. Können wir jetzt weiter? Ich bin so nervös, ich will immer speichern. Okay, Triss, weiter. Das wird doch ein bisschen schneller. So. Hier rein, okay. Das sind sie, wie ich gesagt habe. Verdammter Zauberer und seine Hure. Sie beschäftigen sich auch mit Hexerei. Gute Arbeit. Schnappt sie! Ich flehe dich an. Wir haben nichts Falsches gemacht. Genau, das höre ich mehrmals. Mac! Und der Hexer hatte zwei Scheiben. So. Alles in Ordnung? Könnt ihr gehen? Ja. Von hier gehe ich nicht weg. Ich bin doch nicht verrückt. Berthold. Hast du gesehen, was da draußen passiert? Sie erwischen uns, bevor wir am Hafen sind. Sie erwischen uns und töten uns. Deswegen gehen wir durch die Kanalisation. Ich kann nicht versprechen, dass ihr in Sicherheit seid, wenn ihr mitkommt. Aber wenn ihr bleibt, sterbt ihr auf jeden Fall. Er hat recht. Wir verstecken uns irgendwo und warten ab. Liebster, ich bitte dich. Sei still. Ich habe dir schon letzten Winter gesagt, dass wir gehen sollen. Aber nein, du wolltest es nicht. Jetzt haben wir den Salat. Wir gehen sofort. Gehen. Danke. Wir müssen zu den anderen. Schnell. Okay. Ich hoffe, die beiden anderen kommen auch mit. Triss führt den Weg. Da kommen die beiden anderen. Penner. Schlachten sollte man nicht. So, nochmal speichern. Und dann irgendwo in die Kanalisation. Stopp. Hörst du? Da! Noch zwei! Schnapp sie! Hast du die Kanalisation unter dem Eisvogel ausgekundschaftet? Nein. Er hätte nie gedacht, dass wir da durch müssen. Wenn man bedenkt, dass sich die Wachen vor einem Jahr noch vor den Magiern verbeugt haben. Heute müssen wir wie die Ratten aus der Stadt fliehen. Du könntest bleiben. Du würdest es schon schaffen. Aber die anderen ohne mich niemals. So, ich gucke ja die ganze Zeit nach Wachen auf der Karte. Ich erwarte die ganze Zeit, dass hier gleich irgendwo noch so eine Hundertschaft angreift. Wo sind die beiden anderen? Ah, okay. Ich war jetzt nicht ganz sicher, ob die noch hinterherkommen. Sonst wäre ich nochmal zurückgelaufen, aber zum Glück ist sie dann aufgeploppt. Ist das hier nicht zu zentral gerade? Ah, die Triss weiß schon, was sie tut. Wir folgen einfach mal. Vertrauen wir ihr. Keine Wachen oder Jäger in Sicht. Scheint alles in Ordnung zu sein. Oder wie verdammt. Sie sind schon hier. Und das heißt... Weißt du eigentlich, mit wem du es zu tun hast? Auf ihn! Von beiden Seiten! Stirb, Fotzenlecker! Voll die Beleidigung. So, das waren die Herrschaften. Scheiße. Verdammt, wir sind zu spät. Zu spät? Wir haben immerhin zwei gerettet. Ja, und einen verloren. Gut, dass wir hier waren, bevor sie die anderen finden konnten. Das stimmt auf jeden Fall. Gut, dass wir hier waren, bevor sie die Falltür finden und die anderen schnappen konnten. Hier geht's nicht um Zahlen, Geralt. Aber wir haben keine Zeit zum Trauern. Komm mit.
Wir konnten nicht alle retten. Und so tragisch es ist, wir haben das kleinere Übel. Hier lang, Geralt. Oh. Na, sieh mal einen an. Alle Magier. Triss, was ist oben passiert? Ist alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Geralt, warte kurz. Ich möchte wissen, wer hier ist. Warum die Tränen, werte Dame? Du solltest dir keine Sorgen machen. Das trübt deine Schönheit. Dann sprichst du wohl aus Erfahrung. Nein, ich wurde schon hässlich geboren. Du fliehst auch nach Kovir? Nein, aber ich helfe den anderen dabei. Du kennst mich, mitleidiges Herz. Ja, ich kenne dich, du hast kein Herz. So plötzlich ein mitleidiges Herz? Seit Monaten werden hier Magier verbrannt. Aber erst seit kurzem unser großer Zar. Und ich freue mich darauf, Freunde in Kovir zu haben. Besonders unter König Tankreds Gefolgschaft. Psst, Triss möchte etwas sagen. Wir reden später. Wir haben lange auf die Flucht gewartet, bis wir sicher waren, dass Kovir uns aufnehmen würde und wir genügend Geld für ein Schiff und einen vertrauenswürdigen Kapitän hatten. Wir haben zu lange gewartet. Wir dürfen nicht länger zögern. Wir müssen Novigrad heute verlassen. Das ist verrückt. An jeder Ecke stehen Jäger. Dann gehen wir durch die Kanalisation zum Hafen. Geralt findet einen sicheren Weg für uns. Sie werden uns so oder so erwischen. Wirst sehen. Sie werden uns fangen und töten. Vielleicht. Dann sterben wir in Würde, mit den Waffen in der Hand. Nicht auf einem Scheiterhaufen und um Gnade winselnd. Wenn es notwendig ist, verteidige ich euch. Ihr könnt auch auf meine Hilfe zählen. Ja, auf die Hilfe eines redanischen Spions. Radovids rechte Hand. Das ist alles sehr lange her. Du hast diesen Verrückten erzogen. Ihn das Töten gelehrt. Du... Jetzt ist nicht die Zeit, alte Rechnungen zu begleichen. Ende der Diskussion. Ich gehe jetzt in die Kanalisation. Ich gebe euch ein Zeichen, wenn der Weg frei ist. Dann folgt ihr mir. Weicht nicht vom Weg ab, egal was passiert. Ich gehe mit Geralt. Du, Dijkstra, gehst zum Hafen und sorgst dafür, dass mit dem Schiff alles in Ordnung ist. Schon unterwegs. Wir sehen uns dort. Hoffentlich. Triss, willst du wirklich mit? Sei mir nicht böse, aber... Gleich werde ich das. Hör auf zu reden und geh voraus. Ich will dir sagen. Was für eine Wendung in dieser Folge. Ich rauskomme. Jetzt oder nie? Und willst du nicht. Radovid und der Kult sind dagegen. Sie wollen die Magie aufnehmen. Bevor wir gehen, natürlich erstmal hier alles aufsammeln. Ich weiß, das nimmt die Spannung ein bisschen raus, aber... Spinnerin! Geh weg! Was? Wieso? Ich hab doch nichts gemacht. Nicht kapiert? Sie verbrennen uns wegen dieser Götter. Alles nur wegen der Religion. Sie verbrennen uns aus Hass und Angst. Das heilige Feuer ist nur ein Vorwand. Natürlich. Dann bete weiter. Melitele steht dir sicher bei. Scheint ja gut zu funktionieren mit dem Beten. So, sagen hier alle, geh weg. Meister Hexer? Der Berthold, den habe ich doch draußen auf der Straße gesehen und dachte mir, da sprichst du ihn an. Nee, jetzt geht's gerade nicht, weil keine Zeit. So, Zwergenschnaps, Brot, Dignigliefe. Ja? Ich glaube, viel reden können wir hier nicht. Noch eine Zauberin. So, die ganzen Glyphen kann man super verkaufen übrigens. So, raus möchte ich nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Dann schauen wir mal gerade, wo geht's denn hier in die Kanalisation? Halt, hier könnte man noch was aufnehmen. Das mache ich eben nochmal. Und speichern müsste ich eigentlich auch noch. Wenn los. Viel Glück. Eigentlich will ich ja nicht.
Ich wollte so ein paar unschuldige kleine Nebenquests machen. Vielen Dank für deine Hilfe. Du brauchst mir nicht zu danken. Ehrlich. Doch. Es bedeutet mir sehr viel, jemanden zu haben, auf den ich mich in dieser verfluchten Stadt verlassen kann. Schon gut. Bald ist alles vorbei. Bald. Wir müssen es nur noch bis zum Hafen schaffen. Und das größte Problem ist dieser kleptomanische Hexer. Wenn der nicht alles klauen würde, dann wären wir viel schneller. Du bist tot und verloren. Das war nicht der einzige. Ich speichere lieber nochmal. Ich wollte mich nochmal ganz kurz umgucken, ob wir hier irgendwo Fallen finden oder irgendwas. Aber wir haben hier auf jeden Fall eine Menge Gesellschaft. Die Truhe dürfen wir nicht vergessen, denn die ist genau so. Henkersrüstung. Ewiges Feuer, Henkersrüstung? Ob das was bringt, benötigte Stufe? Sieht ganz cool aus, aber, nee. Wie wiegt die? 0,5, die hätten wir eigentlich auch verkaufen können. Wo ist denn jetzt die... Ach, da unten. Ich habe halt überlegt, ob wir mit der vielleicht uns so tarnen können, als ob wir dazugehören sozusagen. Macht voll den Bauchplatscher. So. Ja, haben wir noch welche in der Nähe? Es wirkt fast so. Und es wirkt auch fast so, als wären die ganzen Sachen, die hier rumstehen... Ja, ich wusste, da kann ich noch was aufnehmen. Huch. Als wären die genau dafür da, dass wir daran vorbeilaufen. Oder dass wir die nicht bemerken. So. Nichts, nichts, gar nichts. Na gut. Nun? Weiter geht's. Werte Dame, alle Gitter sind rausgebrochen, so ein Glück. Hier sieht's ein bisschen... Verdammt, hier kommen wir nicht durch. Alles verloren. Beruhige dich. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Oh denn, der Weg ist schnurgerade. Nirgends eine Abzweigung. Aber hör mal. Hinter den Wänden höre ich ein Echo. Ich spüre Luft, die durch die Ritzen strömt. Etwas auf der anderen Seite? Elfenruine oder ein alter, vergessener Keller. Vielleicht finden wir da einen Weg auf die andere Seite. Schadet nicht, es zu versuchen. Wir haben nichts zu verlieren. Hier? Böse Mann, weg da! Ich glaube, wir müssten... in die andere Richtung vielleicht? Hier so lang? Da! Na, das ist doch eindeutig. Bibliothek? Sieh mal. Gedichte von Gonzalo de Versio. Jakob von Varazzes Chroniken. Unglaublich. Alles seltene Erstausgaben. Wir werden später zurückkommen und alles holen. Nein, werden wir nicht. Ich verlasse heute Novigrad. Schon vergessen? Nein. Es fällt mir nur schwer, es zu begreifen. Komm, wir müssen uns beeilen. Und hoffentlich nicht für immer. Die Chroniken... Proliant des ewigen Feuers, die gesammelten Werke. Wir haben ja natürlich keine Zeit, das weiß ich selber, aber zum Glück ist das ja bei uns anders. Pflege dein Schwert, wo sind denn hier die gesammelten Werke? Da war ein Hähnchen, das ist sowas fast das gleiche. Die gesammelten Werke, die gestammelten Werke, ist das ein Questgegenstand? Geleitbrief des ewigen Feuers, ach... An alle Zuständigen. Der Träger dieses Dokuments besitzt die Erlaubnis, die freie Stadt Novigrad zu jeder Tages- und Nachtzeit zu betreten, zu verlassen und darf unter keinen Umständen gestört, verletzt, verfolgt oder belästigt werden. Seine Heiligkeit, Hierarch Hemmelfahrt. Okay, das ist aber nicht das, was ich gerade lesen wollte. Beschädigte Augen. Das haben wir auch noch. Da müssen wir noch zu Radovid, ob das die richtige Idee ist. Ich will ehrlich gesagt nicht zu Radovid. Wo ist denn jetzt dieses vermaledeite Buch? Buch.
Pflege dein Schwert, Perlen des Nordes, vergibtes Tagebuch, Verhörprotokoll, Briefe des Hexers Kolgrim. Haben wir alles schon gelesen. Herrinnen des Waldes. Hallo, ich bin Valdez und das sind meine Herrinnen. So, da haben wir noch. Nochmal die gesammelten Werke. Über die Künste des Manövrierens, pflege dein Schwert. Auch in jedem Regal ist nur ein einziges Buch drin, finde ich ganz gut. Sieg wieder weiß. Pferde, Pfeifer und wir wissen ja inzwischen, an der richtigen Stelle kann man die ganz gut verkaufen. Na, sie guckt sich jetzt aber auch gerade um. Ein Herrchen, was? Mist, die Chroniken von Redanien. Toussaint, achso, das haben wir sogar schon gelesen. So, lalalala. Das ist ja auch ein Kerzenhalter. Ja, haben wir auf jeden Fall noch ein Regal, aber da ist nichts mehr drin. Heimwerker-Enzyklopädie, lalala, Toussaint-Bücher, Perlen des Nordens, Novigrad. Und ich glaube, das war es auch schon. Halt. Das sind Ziegel, da liegt noch ein Buch. Ah, sieben Einheiten. Oh, Entschuldigung. Schnell auspusten. Wollte mal kurz gucken, wo die Tür hingeht, aber die geht wahrscheinlich nirgendwo hin. Also, ein längst vergessener Keller. Triss, ich habe einen Ausgang gefunden. So, hier sind noch zwei. So laut, Triss. Die hören das doch da oben alles. So. Hier geht es nicht zufällig weiter. Da ist noch eine Kette. An der man nicht ziehen kann. Okay, ansonsten ist ja alles sehr linear. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Oh, ich muss auf jeden Fall trotzdem mal ganz kurz das Schwertchen pflegen. Haben wir noch Schwertchenpflege dabei? Wir haben noch immer Schwertchenpflege dabei. Hier, Anfänger. Nehmen wir mal das Anfängerset. So, speichern. Denn mir dünkt, wir sind bald da. Stopp. Weißt du das? Was ist das? Ratten. Flüchtende Ratten. Meine Spezialität, weißt du? Du brauchst keine Angst zu haben. Hängt davon ab, wie viele es sind. Das sieht aus wie die Arena hier. Verdammt! Ganz schön viele. Da werden Leute in eine Grube geschmissen. Ist das nicht die Arena? Triss, willst du jetzt... Jetzt stürmt die voran, die Doofe. Wunderbar. Ein Wunder, dass dort so viele Ratten waren. Wer wirft denn die ganzen Leichen hier runter? Wir sind direkt unter dem Marktplatz. Und auch Carlo Hackerware. Das ist bestimmt kein Zufall. Seine Schuldner neigen dazu, spurlos zu verschwinden. Alles in Ordnung? Nur ein paar Bisse an Füßen und Waden. Nichts Schlimmes. Wir müssen deine Wunden säubern. Sonst infizieren sie sich. Später, Geralt. Wir müssen erst einen Weg zum Hafen finden. Jetzt lauf aber nicht weg. Die läuft schon wieder weg. Blumen. Leute, die Blumen dabei haben, werden hier auch reingeworfen. Ach du Heilige. Nimm mal an, der hat nichts dabei. Und der auch nicht. Natürlich erstmal ausplündern, ist doch klar. So, komme ich da hoch? Nein, offenbar nicht. Es sieht ja verdächtig aus wie in einer Arena. Halt! Zerknitterter Brief, den möchte ich gerade nochmal ganz kurz vortragen, wenn ich darf. Wenn ich ihn finde, vor allen Dingen.
zerknitterter Brief. Hallo? Jug, Meister Varese fragt nach seinem Geld. Zum ersten und zum letzten Mal. Entweder zahlst du es morgen mit Zinsen zurück, oder du wirst erleben, warum Meister Varese auch der Hacker genannt wird. Olle. Da hat ihm die Olle was geschrieben. Hier ist so ein bisschen Asche, noch ein paar Florin. Noch ein paar Florin. Hier sind nur weitere Geräuschquellen. Zu weit unten, als dass wir die orten könnten. Hier geht's wahrscheinlich nicht weiter. Natürlich nicht. Na toll. Hallo, jetzt Geralt. Geralt Steiner Sprudel macht wieder. Der macht wieder Terz. Der hat immer so einen Radius beim Laufen. So, jetzt oder nie, wir kommen raus. Das heißt, ich speichere hier auf jeden Fall nochmal, denn ich habe Angst, dass schlimme Dinge passieren. Waren wir hier nicht schon mal? Huch, ach, du bist das. Da ist das Tor, wo niemand durchkam. So, momentan haben wir sie ja dabei. Das ist ganz gut. Huch. Wunden am Hals und an den Schultern. Mhm. Und das heißt? Nanü? Klauenspur. Lang und scharf. Was haben wir denn jetzt gefunden? Ich habe das Gefühl, wir sind hier inmitten einer anderen Quest gestolpert. Nicht schlecht. Was denn? Gegen eine Kiste boxen? Gewalt gegen Kisten. Nicht schlecht. Hier mal ein bisschen weiter um. Ich habe das Gefühl, wir crossovern hier gerade eine andere Quest. Die Laterne brennt noch. Muss erst vor kurzem gestorben sein. Durch Bisse in den Hals. Ein Vampir. Sieh an. So, da oben ist nix, aber hier gibt es noch ein bisschen was zu mitnehmen. Ja, wenn wir da jetzt schon auf dem Weg sind, können wir ja trotzdem mal gucken, oder? Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, das kann ich nicht sagen. So, auf jeden Fall können wir hier alles mal mitnehmen. In der Hoffnung, es zu brauchen. Mann, schon wieder. Ich muss mir angewöhnen, immer E zu nehmen. Also, die Taste E. Ich glaube, E hat man in den 90ern genommen. Oben ist nichts. Hier nochmal speichern. Das ist ja jetzt interessant. Bin ich einfach aus Versehen in die nächste, in irgendeine Quest gestolpert, die wir noch gar nicht... Ein Katakar. Was? Ein Vampir. Nimm dich vor seinem Gift in Acht. Okay, soll ich... Was macht er denn jetzt? Ist in der Kanalisation immer so viel los? Zum Glück. Zum Glück? Garantiert ein sicheres Einkommen. Los, gehen wir. Ist das überhaupt eine andere Quest oder sollen wir hier tatsächlich lang? Es sieht mir fast so aus, als müssten wir tatsächlich lang.
Sonst hätte doch die Triss gerade nicht einfach, oder? Hätte die einfach? Haben die damit gerechnet, dass man hier jetzt langläuft und diese Quest macht? Wenn das überhaupt eine andere Quest ist, ich bin verunsichert. Finde einen Weg, tatsächlich. Das ist, war keine andere Quest, das war einfach Teil von der aktuellen Quest. Das ist ja unfassbar. Das Schiff klar machen, bevor die Jäger kapieren, was los ist. Okay, aber erstmal möchte ich gerne speichern. So. Jetzt oder nie aktualisiert. Und ich hoffe, es wird keine Probleme geben. Endlich. Ich dachte schon, wir müssten für immer da unten bleiben. Konntest du dir einen Überblick verschaffen? Wie ist das Schiff? Der reinste Schrotthaufen. Das Holz fault, die Segel sind durchgewetzt wie alte Unterhosen und die... Schaffen wir es bis nach Kovir? Wenn ihr in keinen Sturm geraten. Ich gebe den anderen das Signal zum Kommen. Deine Hand brennt. Kann ich helfen? Soll ich Violine spielen? Blumen oder Bonbons besorgen? Was zum Teufel soll das bedeuten? Was? Sag bloß nicht, dass du sie nicht bitten willst, hier zu bleiben. Warum machst du dir darüber Gedanken? Ich liebe Liebesgeschichten. Vor allem die mit einem glücklichen... Jäger! Da kommen Jäger! Geht an Bord! Wir wollen sie lebendig! Ah, Freunde, das war keine gute Idee, hierher zu kommen. Umzingelt ihn! Bitte! In einem ewigen Feuer. Na, das war ja einfach. Dijkstra. Ich weiß nicht, wie ich... Wir haben keine Zeit für Höflichkeiten. Geh an Bord. Ein letztes Lebewohl. Vielen Dank. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Und was wir zusammen hatten. Oh, Mann. Das ist so schwierig. Natürlich ist sie nicht die Richtige. Ich muss immer abwägen. Ich muss natürlich immer abwägen. Einerseits, sie liebt ihn natürlich unendlich. Er wurde von ihr ausgenutzt, aber er ist verliebt in Yennefer. Eigentlich. Wenn wir sie bitten, hier zu bleiben, Novigrad ist nicht unbedingt ein sicheres Pflaster. Aber er sagt ja nicht, bleib in Novigrad, also nicht bleib hier, sondern bleib bei mir. Ah, schwierig. Ich glaube, ich werde mal... Im Rahmen... Mann, das ist so gemein. Das ist so gemein. Ich werde mal im... Eigentlich würde ich jetzt sagen, leb wohl. Eine Umarmung, eine letzte Umarmung, ein Abschied. Aber natürlich wollen wir alle wissen, was wäre, wenn. Und bleib bei mir heißt ja nicht, komm, wir gehen ins Bett. Also da kann jetzt nicht irgendwie was Schlimmes passieren oder so. Und wir sind ja ein gutes Team. Sie mit der brennenden Hand, wir mit dem brennenden Schwert. Also eigentlich im Grunde genommen, wir sagen mal einfach, ja, aus wissenschaftlichen Gründen. Bleib bei mir. Geralt, nicht schon wieder. Vor allem nicht hier und jetzt. Frau Merigold, wir müssen los. Bitte. Wir hatten unsere Chance, aber die haben wir verpasst. Entscheidung! Was? Oh Gott! Lass uns mal versuchen. Geh, ich werde dich vermissen. Weißt du was? Fürs Let's Play. Wir haben ja gespeichert. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich liebe dich. Gott. Frau Merigold, wir legen ab! Entschuldigung. Auf eine Bruder-Schwester-Art und Weise natürlich.
Du hast es wenigstens versucht, Kumpel. Einmal bekam ich einen Korb von einer Zauberin. Willst du die Geschichte hören? Ach, weißt du. Los, erzähl schon. Mach doch nichts. Wie du weißt, schlug mein Herz für Philippa Eilhardt, als wir beide Redanien gedient haben. Eines Tages parfümierte ich mich wie eine Hure mit Hitzeballungen, zog einen Nadelstreifenwams an, die sollen einen schmaler aussehen lassen, ging zu ihr und sagte, dass wir viele Gemeinsamkeiten hätten und so weiter. Und weißt du, was sie antwortete? Die Nadelstreifen haben dich nicht schlank genug gemacht? Nein, sie sagte, Geralt, dreh dich um. Ach, lass die Scherze. Nein, ich mein's ernst. Dreh dich um. Hm? Triss? Ich dachte... Ich auch. Aber ich habe meine Meinung geändert. Wie gut, dass Frauen ihre Meinung auch mal ändern. Schön. Schön. Ist genau das richtige Willkommenshallo. Aber ist das nicht saugefährlich? Wir müssen sie doch aus der Stadt kriegen. Danke. Ich bin überwältigt. Dijkstra, sei mir nicht böse, aber... Ich verschwinde. Bin schon weg. Lass uns gehen. Ich kenne einen Ort, an dem wir die Schiffe beobachten können. Geh voraus. Aber das ist doch saugefährlich in Novigrad. Das ist keine gute Idee. Eieieiei. Sie sind jetzt in Sicherheit, richtig? Ja. Mach dir keine Sorgen mehr. Wirklich. Du hast recht. Ich kann nur kaum glauben, dass alles vorbei ist. Ich habe seit Monaten von diesem Augenblick geträumt. Ach ja, ach ja. Von diesem Augenblick habe ich auch schon sehr lange geträumt. Und zwar, dir Hallo zu sagen. Willkommen zurück bei The Witcher 3. In einem, ich weiß noch nicht genau, ob das gerade gut ist, was wir hier tun. Vielleicht muss ich heute nochmal den Spielstand laden. Ihr wisst es ja noch, letztes Mal haben wir Triss angefleht zu bleiben. Und es hat funktioniert. Das, womit niemand gerechnet hatte, sie ist geblieben. Was eigentlich eine monumentale Dummheit ist, denn hier in Novigrad wird sie gejagt wie nichts Gutes. Und wir treffen uns hier gerade, um, ja, ich glaube, Schiffe zu beobachten. Versprichst du mir etwas? Dass du aufhörst, dein Leben für andere zu riskieren? Nein. Nein? Triss, in Novigrad gibt's keinen einzigen Magier mehr. Aber du bist hier. Ich kann mich selbst verteidigen. Gegen Kikimuras, Greifen, Bruxey. Aber nicht gegen die Jagd. Du und Ciri, ihr braucht meine Hilfe. Und ich helfe euch. Hast du ihn dir so vorgestellt? Nein. Ich dachte, ich wäre mit den anderen auf dem Schiff. Und du wärst an Land und würdest mit einem Taschentuch winken. Hoffentlich bereust du nicht, dass es anders gekommen ist. Nun, Kovir soll um diese Jahreszeit sehr schön sein. Aber du bist mir lieber. Kein Wunder. Auch ich bin um diese Jahreszeit sehr schön. Da hast du recht. Vielleicht kommen wir eines Tages nach. Alles vorbei ist. In Kovir. Als Hexer arbeiten, aber vielleicht ist das dann ja auch vorbei. Ich weiß nicht. Kovir scheint so weit weg zu sein, fast am Ende der Welt. Vielleicht hast du recht. Und wie stellst du dir unsere Zukunft vor? Ich werde der Großmeister des Ordens der Flammenrose sein und du die hohe Priesterin der Militäle. Wir leben mit vielen Kindern glücklich bis an unser Lebensende. Oh nein, so leicht kommst du mir nicht davon. Ich habe dir eine ernsthafte Frage gestellt. Wo siehst du uns, sagen wir, in 5 Jahren?
Ich möchte, dass wir immer in Bewegung bleiben. Wir leben in einer kleinen Stadt. Ich weiß nicht, ich würde lieber in den Tag hinein leben. Also eigentlich gibt es hier nur eigentlich gibt es hier nur eine richtige Option. Und mich deucht, wir werden den Spielstand wieder laden müssen. Nicht böse sein, aber ich zeige ja immer dieses Was-wäre-wenn zwischendurch bei gewissen Gelegenheiten. Und deswegen wählen wir mal Nummer 2. Ich sehe uns so. Wir leben in einer kleinen Stadt, wo jeder jeden kennt. Du gehst deinen Geschäften nach, brauchst Tränke und all das. Und was machst du? Durchstreifst du irgendwelche Sümpfe und tötest Ertrunkene? Nein. Ich sitze im Schaukelstuhl auf der Veranda, rauche meine Pfeife und höre dem Klappern deiner Fiolen zu, während du drinnen arbeitest. So einfach? So einfach. Mir hat dieser Geralt gefehlt, weißt du? Was meinst du? Der Geralt, der keine Angst hat, sich vor mir zu öffnen. Der mir sagt, was er wirklich fühlt, was er will. Was ich will? Noch eine Sache. Ich weiß. Schicken uns ein Zeichen, eine Nachricht. H L A K B R Hill Lakbr. Das ergibt keinen Sinn. Das ist dein Code. Was denkst du denn? Gesagt hast. Ich hätte es schon viel früher sagen sollen. Und was jetzt? Ist noch etwas früh für und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Wir werden unser glückliches Ende finden, eines Tages. Ja, irgendwo über Berg und Tal. Wir leben in einer grausamen Welt. Pläne lassen sich nur schwer machen. Und noch schwerer ist es, an sie zu glauben, so sehr man es auch will. Gerade eben war deine Stimmung noch anders. Es ging gleich wieder aus. Mach dir keine Sorgen um mich, Geralt. Und bitte sei vorsichtig. Ich muss Ciri finden. Ich bin nah dran. Ich werde sie finden oder jemanden, der weiß, was mit ihr geschehen ist. Wo treffen wir uns? Mir fällt nur ein Ort ein, an dem sowohl Hexer als auch Zauberinnen willkommen sind. Kaer Morhen. Ich war lange nicht mehr dort. Wir sehen uns, Hexer. Ich werde dich vermissen. Sehr sogar. Ich werde dich auch vermissen.